Herr Rachmann, alle Lebensbereiche, alle Wirtschaftsbereiche scheinen sich gerade in den Online-Bereich zu verlegen. Was bringt Sie zu der Einschätzung, dass Print trotzdem eine Zukunft hat? Es ist einfach so, dass egal, ob man sich das Verhalten von Kunden anguckt oder auch Marktforschung über das, was die Kunden aussagen, über Glaubwürdigkeit, über gewisse Eigenschaften, die sie unterschiedlichen Medien zuschreiben, dass Print eine Daseinsberechtigung hat, weil es gewisse Eigenschaften hat, die von online einfach nicht erfüllt werden können. Und das führt dazu, dass es Print immer geben wird in irgendeiner Form. Inwiefern müssen sich ein Print-Dienstleister, die bisher sich nicht mit dem Thema online allzu sehr beschäftigt haben, und das zu integrieren, inwiefern müssen die sich denn ändern? Was müssen die für Entwicklungen jetzt durchmachen? Also die erste Frage, die sich stellen müssen, ist immer, was braucht mein Kunde eigentlich? Und mit Kunden meine ich jetzt nicht den Endkunden, sondern den B2B-Kunden, der von den Dienstleistern betreut wird. Und es ist eben so, es geht heute nicht mehr darum, einfach nur Mailings zu verschicken oder zu konfektionieren oder Porto zu optimieren, sondern es geht darum, ein Kommunikationsproblem zu lösen in Richtung Endkunde. Das heißt, die Printdienstleister müssen sich so aufstellen, dass sie in der Lage sind, ein Kommunikationsproblem zu lösen. Und das kann man nicht allein mit dem tun, was man in der Vergangenheit immer getan hat. Das heißt, man muss sich der neuen Wege und der neuen Probleme bewusst sein, beispielsweise im Bereich Datenmanagement, aber auch im Bereich, wie kann ich die Qualität gewährleisten für das, was mein Kunde möchte, und auch die Integration von unterschiedlichen Kanälen. Dem muss man sich bewusst sein, damit man dann in der Lage ist, seinem Kunden genau die richtige Lösung anzubieten. Und die richtige Lösung kann eben im Einzelfall auch sein, auf eigenes Printgeschäft kurzfristig zu verzichten, um dann aber mittelfristig in der Lage zu sein, es zu bewahren, auszubauen, wertiger zu machen und damit am Ende erfolgreicher zu sein als vorher.